So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Eurotruck Simulator Multiplayer. Und ich bin hier mal auf dem Weg nach Kiel. Ja, mit reichlich Schaden, nicht nur von mir zu verdanken. Auf dem Multiplayer-Server ist ja so, dass man sich gegenseitig kollidieren kann. Und ja, das ist leider sehr unschön passiert. Mehrmals, nicht mal verschuldet. Wenn man eigentlich in der Stadt abbiegen möchte und dann jemand vorne in die Seite fährt, der von hinten kommt, naja. Gut, das Problem ist hier vielleicht auch noch gewesen. Gerade gestern wurde ein neuer Patch installiert. Mit diesem Patch wurde die Kollisions aktiviert in den Städten. Und viele von Spielern, die das nicht gelesen haben, mitbekommen haben, rasen natürlich wie immer noch voll einfach durch und schauen nicht auf die anderen Spieler in den Städten. Außerhalb ist ja eh schon immer so gewesen. Und da gibt es recht heftige Kollisionen zurzeit. Ja, heute wird der große Mega-Konvoi von Harald Frenkel stattfinden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich da auch auftauchen werde. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Aber ich wollte mir trotzdem mal im Vorfeld ein bisschen das Geschehen in Kiel anschauen. Gerade ist eine Kollision in Frage, und ich frage mich, ob ich jetzt falsch gefahren. Das gefährlich, was ich jetzt mache. Nee, stimmt doch. Kursionfrage, wie es da zu und her geht. Ich gehe davon aus, da wird es Unfälle noch und noch geben. Dementsprechend werde ich mich irgendwo positionieren, wo ich hoffe, dass ich nicht in Mitleidenschaft gezogen werde und nur ein bisschen zusehen. Genau, und jetzt, ich habe jetzt extra ja, ich habe zwischen Schäden, ich habe extra vorhin nicht in Berlin angehalten, um mich zu reparieren. Weil ich das Gefühl habe, das bringt nicht viel. Ich lasse besser mal warten, bis ich da an Kiel angekommen bin. Da bin ich mich denn da. Ich mir ist da aufgefallen, umso näher ich an Kiel komme, umso mehr Fahrzeuge sehe ich auch. Ich denke, da werden einige jetzt ihren Speicherpunkt setzen, dass sie dann zurzeit auch am vor Ort sind. Ja, weil sie schneller vor Ort sind, sag ich mal so. Und jetzt bin ich gespannt sein. Wir haben schon das erste Licht. Wir sind schon die ersten Trucks hier, die hier kommen. Die will zurzeit keiner, das kann sich aber auch ändern. Ja, ich habe extra auch keine Wahl bei mir. Erstens mal, weil es nur schwerlich gewesen wäre. Es gab eh keinen Aufteil in die Richtung. Und so kann ich wenigstens den Schaden an der Fracht vermeiden. So. Alle Wege führen nach Kiel. Dementsprechend fahren wir weiter geradeaus. Und ich denke, wir werden schon bald in Kiel dann ankommen. Wir haben natürlich nach der Multiplayer-Server so, man kann die Nacht nicht überspringen. Tag, Nacht, das funktioniert nicht. Darum haben wir auch keine Müdigkeitserscheinungen. Aber das wäre einfach nicht machbar, sonst wäre die ganze Zeit immer Tag, Nacht, wenn irgendjemand schlafen geht. Und das wäre irgendwie auch ein bisschen doof. So, rechte Spur Kiel. Ich denke, ich muss mich hier abzweigen. Ja, Kiel. Okay, da müssen wir jetzt hier rechts raus. Genau, hier in Kiel rechts raus. Und dann bin ich ja mal gespannt, was hier unten. Okay, hier haben wir schon einiges an Leuten. Ah, immer cool. Oh, jetzt kann es gefährlich werden. Wenn ich mal Motor starten kann, ich hier unpraktisch stehe. Jetzt geht's so. Wenn er eben schnell runterkommt, dann haut's mich hin. Ja. Ja, warum das Ganze? Ja, es ist halt einfach Spaß. Der Multiplayer ist ja inoffiziell entstanden. Dadurch gibt's halt leider keine anderen Fahrzeuge. Aber wir haben dafür andere Möglichkeiten hier. Jetzt muss ich schauen, ob ich nicht in Kiel reinkomme. Kann ich schon ein paar machen, ja, okay. Wir haben, wie gesagt, die anderen Mitspieler, die jetzt auch in der Stadt einem gefährlich werden können. Bis zu gestern Abend war das ja noch nicht so. Da war in der Stadt komplett Non-Collision-Zone. Jetzt nur noch bei den Frachtplätzen. Dementsprechend kann es ja richtig ziemlich donnern und krachen. Ey, was ist denn jetzt los? Ich krieg die ganze Zeit alles immer nur rote Ampel, ne? Rote Welle, das hat man sozusagen. Ja, super! Im Stehen Empfehlungsfunktion.
Na komm. Ja, gut. Immerhin konnte ich noch während der grünen Phase starten. So, wir kommen langsam in Kiel jetzt an. Bin schon gespannt, wie es aussieht. Ich muss mich immer reparieren geht. Watch Dogs 05, okay. Wie Manu. So, jetzt sehen wir schon langsam, wie hier die Leute hier kommen. Ohala. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ne, geht schon. Oh, die Frames fallen gerade mächtig. Kann es sein, dass in Kiel ein bisschen viel Fahrzeuge da sind? Das kann gut möglich sein, dass das Spiel ein bisschen überfordert gerade ist. Na gut, jetzt in der Nacht müssen noch mehr Effekte geladen werden und die ganzen Licht und so weiter. Also ich sehe schon, hier in Kiel ist was los und ich muss unbedingt eine Werkstatt suchen. Unbedingt. So, jetzt kann ich hier starten. Jetzt hoffe ich, dass ich hier in der Werkstatt finde. Vorne ist eine. Also hier in Kiel werden jetzt wahrscheinlich überall Trucks rumstehen. Aber hier sind einige. Powerzocker, okay. Ja. Ist einiges los, sehe ich gerade. Ja, ich bin mal rot. Wir kommen jetzt gleich an der Werkstatt an. Ich befürchte, dass auch da. Oh, Collision Zone ist. Die Mücke, ja. Oh. Mache hier fast einen Unfall beim Abbiegen, ey. Dafür hatte ich sein. Heinz auf zwei Räder. Super. Was für ein Name. Gut. Sehr gut. Rote Licht. Grüne Welle. So, dann werden wir mal schauen. Jetzt müssen wir hier. Ach du Heilige Scheiße, was ist hier los? Ja, ich möchte bitte reparieren gehen. Ist der No Collision Zone hier? Ich fürchte nicht. Doch, ist eine No Collision Zone. Die fahren ineinander rein hier. So. Dann werden wir mal reparieren. Es wird mal sicher mehr kosten, als ich Geld habe. Aber es muss jetzt sein. Boah, 41.000, das hatte 20.000 minus. Aber gut. Was sein muss sein. Oh nee. Und doch. So. Jetzt ist die Frage, ob ich mich zum besten hinstelle, dass ich ein bisschen von ganz Action hier mitkriege. Non-Collision Zone ist halt der einfachste Weg. Ach gut, ich müsste noch einen Auftrag holen, ne? So, ich glaube, die Außenansicht, weil ich das dann nicht mehr sehe. So, ich gehe jetzt auch mal bei einer Arbeitsstelle vorbei. Versuchen wir einen Auftrag zu kriegen, irgendwo hin. Da, ja, cool, Skin, der Typ. Bestimmt selber gemacht. So, ja, genau hier durch. Hoffen wir mal auf irgendwelche Aufträge, die wir hier ergattern können. Man kann auch mal blinken, ich weiß nicht, wie man blinken geht. Dachte so, irgendwie nicht. So, ist es jetzt Collision Zone hier oder nicht? Ich weiß es echt nicht. Langsam mal. So. Auftrag in Kiel. Jetzt einen Auflader abholen. Das ist so nicht der größte, aber immerhin. Ist ein bisschen wendiger auch. So. T. Hier müsste eine Garage doch sein.
die ich natürlich noch nicht erkundet habe. Ich denke, jetzt ist hier um die Ecke. Hier sagen wir mal hin. So. Also ist schon einiges los in Kiel, das sieht man schon auf Anhieb. Oh, was sind das, ey? Also das ist die Reparaturstelle. Ich geh jetzt einfach mal hier, ne, da kam ich ja her. So. Oh, was ist denn das wieder hier? Ja. Was ist das für ein Chaos hier? Ja. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn Läger hast du weggeschmissen? X-Dog, Faust, X, ja. Ich glaube, der fällt gerade ins Nichts irgendwie. Jo, der hat so rausgehauen. Ah, nicht schlecht. So, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier mit meinem Hänger raus möchte. Ich habe das Gefühl, es kracht gleich. Dass in so ein Depp mir hinten reinfährt. So, okay, dann fahr mal. Hinterher stehe ich hier im Nichts. Es hat wirklich einige Leute hier umfahren oder so. Hi, hi. Was ist denn hier los, ey? Die Garage hier. Ja, ich denke mal, ich werde mich jetzt auch hier mal positionieren. Oh. Hier abseits der roten Ampel auf den Fußweg. Oh, scheiße. Und manchmal hinstellen und dann später mal reinschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke, chaotisch wahrscheinlich. Okay, in dem Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir schauen mal auf den nächsten Video rein. Vielleicht den Zeit. Eure Taktionator Multiplayer. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video. Und zwar sind wir jetzt hier an der Kurve, wo dann der Monster-Konvoi stehen wird. Wahrscheinlich schon einige Trucks auch bereits abgestellt wurden, um sich dann, wenn es zeitlich ist, einzureihen. Ich denke, das wird das größte Chaos hier geben während dieser Einreihphase, weil er hier extrem viel stehen wird. Und das ziemlich ein Crash wahrscheinlich geben wird. Ich werde jetzt hier mal rausfahren an die Tanke hier. Und dann denke ich am besten gleich auf die Gegenfahrbahn. Einfach weil ich so das Gefühl habe, dass mir hier am wenigsten was passiert. Oh, ja, so viel dazu. Ja, ich werde jetzt mal schauen, ob ich es schaffe, den Fly-Mode zu aktivieren. Weil ich denke, wenn ich das Ganze bis zur Form werde, dann über die Fly-Kamera. Und dann denke ich, werdet ihr viel mehr sehen, was die Crashs und so weiter anbelangt. In dem Fall danke ich viel fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss. So, hallo, hier sind wir wieder und wir haben die Flycam jetzt installiert und wir können jetzt hier wirklich das Geschehen verfolgen, sodass wir ein bisschen schauen können, was hier eigentlich genau abgeht. Wir sehen hier schon die ersten, die sich einreihen. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt gerade mal, so, jetzt suche ich natürlich eine Uhr, um das genau zu sagen. Ich sehe es einfach gar nicht. Die Uhr ist verschoben gerade. es dürfte jetzt ungefähr 12 Uhr sein. Ich sage jetzt mal 12 Uhr. Das denke ich ist ein guter Schnitt. Wo hier die Leute sich schon einreihen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, hier wollte sich ja Frenkel dann hinstellen bei der Ausfahrt hier. Zurzeit ist es ein bisschen ruhig hier. Wobei wir haben gesehen, schon die ersten Trucks stellen sich hier schon hin. Auch extrem nah. Obwohl ein ja, Auflader verlangt wurde, sehen wir hier, hätte ich hier immer noch keinen Auflader haben. Ich bin wohl der Einzige, der hier gekommen ist, hier drüben zu parkieren.
So wie es hier aussieht, wir haben hier einige, die es schon hier hinstellen. Bis jetzt ist noch keine von den Namen, die beim lustigen Zuschauerarsch-Video aufgetaucht sind. Ach, die haben in Deutschland. Deutschlandflagge, was? Das wieder dazu. Jetzt wieder einer gejagt, oder was? Ja, jedenfalls, man sieht schon, die Trucks kommen langsam her. Und man kann gespannt sein, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ja, von überall kommen sie hergefahren. Das durch die Dunkelheit ist natürlich auch besser zu erkennen. Aber man darf gespannt sein, wie das hier am Ende ausgehen wird. So, dies war ein kurzer Einblick noch. Ich schaue dann ein bisschen später mal wieder rein und dann schauen, ob sich das geändert hat oder ob hier schon diesen Chaos herrscht. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!